Und da sind wir ja schon wieder bei einer weiteren Runde von Fire Emblem Fates. Herrschaft, wir sind immer noch in Kapitel Nummer 8. Gut, dass ich das gerade so offen habe und sehen kann. Sonst hätte ich das voll verpennt, in welchem Kapitel wir sind. So, wir haben den Zug gerade angefangen. Wir haben schon ein paar Charaktere gesetzt. Und wir gehen hier mal weiter voran. Würde uns das irgendwas helfen? Oh, es bringt uns bei Resistenzpunkte. Das würde uns, glaube ich, sehr viel weiterhelfen, oder? Ah, die machen ziemlich übel Schaden. Machen wir es mal so. Eins ist gut. Aber ich will die eher weghaben. So, jetzt bitte ausweichen. Dankeschön. So. Finde ich auch. Oh, ein schönes Level Up. Reicht das? Nein. Der stellt sich dann wahrscheinlich dahin, dann kann der noch angreifen. Okay, der kann auch noch stellen wir uns dahin. Ja, geh mal ein bisschen weiter. Ich traue mich da jetzt nicht ganz so weit ran, weil dieser Magier hier echt olle viel Schaden macht. Der würde 8 Schaden, hätten wir 21. Okay, wir hätten die KP, das zu tanken, also von daher machen wir es mal so. Naja, wir können uns zwar nicht besiegen, aber wenigstens können wir ihn vorsprechen. Besiegen wäre mir aber lieber gewesen. Wir müssen zu dem Dorf dahin, das so schnell wie möglich. Klang übel. Das wird jetzt ein bisschen wehtun. So, was macht der Soldat? Der rennt, glaube ich, jetzt weg. Ja, der rennt weg. Können wir den killen? Ja, können wir. So, dann wäre der nämlich schon mal weg. Das heißt, wenn alles glatt geht, haben wir das Dorf da auch schon mal sicher. Das ist nur die Frage, was machen wir hier? Wir haben 11 KP. Einen Schlag können wir ja wegstecken. Das ist mir ein bisschen zu unsicher, den Kampf da zu ziehen. Das ist doch viel besser. So, schmeckt die Lanze von Effi der Mächtigen. So. Ich würde am liebsten. Oh, wir sind noch ziemlich gut in der Zeit. Weil Flora hat bestimmt. Ja, sie hat einfrieren, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Stellen wir uns dahin, machen den kaputt. Schön, dass jetzt wieder alles sauber ist. So, und mit Odin sollten wir problemlos den hier eigentlich vorschwächen können. So. Vielen Dank. Ja, was hast du denn für Skills? Rumstehen und nichts, zumindest leider kein Skill-Release. Es tut mir leid, dich da enttäuschen zu müssen. Oh, wer hätte gedacht, dass der lieber auf dem Avatar losgeht? Na gut, mir soll es recht sein. It's over. Effi kriegt diese Runde ja eh keinen Schaden. Sag ich doch. So, der Soldat ist auf dem Weg. Sehen. Wenn ich. Was hat Odin? Hat 9, der hat 11. Okay. Dann stelle ich einfach mal. Kann ich den da reinstellen? Nein. Hätte ihn jetzt am liebsten dahin gestellt, aber das wäre ziemlich doof.
So. Overdid it again. Ah, wir kommen von hier ran. Könnten auch direkt auf Flora losgehen, aber ich will eher das Dorf hier sichern, damit wir die Belohnung am Ende kriegen. Nun seid ihr also hier, ihr Schurkenpack. Wenn ihr mich töten wollt, nur zu. Ihr wollt mich gar nicht töten. Jetzt bin ich verwirrt. Ich sperre jetzt zu. Kommt bloß nicht wieder hierher, verstanden? So. Gut, damit hätten wir schon mal 2 von 3 Dörfern. Jetzt müssen wir nur ein bisschen hurtig machen, damit wir das oben noch kriegen. Das, was links ist, werden wir wahrscheinlich nicht kriegen. Da ist ja noch der Soldat unterwegs. Ist er da schon reingegangen? Ich weiß es gar nicht. Wow! Ja, wow. Das war echt ein schräges Level Up. Kommt der gleich her? Wahrscheinlich ja. Was macht er denn an Schaden? Wir hätten dann noch, nach dem Angriff hätten wir... Wir hätten 11. Hätten wir noch übrig, falls der trifft. Ich rechne hier mal mit dem Schlimmsten. Hätte 21. Das klappt schon. We can do this together. Nur wir haben jetzt eh den Schild voll, von daher. That went well. Haha. I have faith in you. Stay strong. So. It's over. Und Level Up, wie schön. Wow, was ist denn hier mit den Level Ups los? Kriegen hier nur gute Level Ups. So. Holten wir mal weiter. Das Dorf haben wir erfolgreich eingesackt. Sehr schön. Aber wir stehen dann auch in Reichweite von denen hier. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja. Angreifen können wir ja. Jacob. Schön, dich zu sehen. Wenn auch nicht unter den besten Umständen. Als ich dich in der Feste zurückließ, hätte ich mir nicht vorstellen können, dich hier zu sehen. Dass du die Waffe gegen diejenige erheben würdest, die du zu schützen gelobt hast. Deine Lage ist für wahr verzwickt. Doch das entschuldigt nicht deine Taten. Ich fürchte, mir bleibt keine andere Wahl, als dies mit Gewalt zu lösen. Jacob, am Anfang schwur ich nicht meine Treue. Ich weigerte mich. Schließlich waren wir kaum mehr als Geiseln, als Kinder entführt, um genau dies hier zu verhindern. Um die Rebellion des Eisklans im Keim zu ersticken. Oft habe ich ans Fliehen gedacht, doch ich tat es nie. Ich blieb. Deinetwegen. Flora. Ich will und brauche dein Mitleid nicht, Jacob. Lass uns das zu Ende bringen. Oh, schön. So, wir halten uns da mal lieber raus. Ja, wir halten uns da lieber raus. Könnten uns hier hinstellen und kurz mal Bait spielen. Gucken wir mal, ob sie darauf anspringt. Natürlich nicht. Oh, wie schön sie den durchgezückt hat. Gefällt mir. So. Nur zu. Mein Leben ist verwirkt. Ich habe kein Mitleid verdient. Und Level Up. Wie schön. Ja. Au, voll ins Gesicht. Wenn das der trifft, wie mies. Kriege ich jetzt meinen kritischen Treffer dafür? Oh, was für eine hübsche Piorette. Sehr elegant. Ich meine, wenn der mit 39 trifft, will ich mit 4% meinen kritischen Treffer. Ist ja wohl klar. Hi, jetzt wird's mir aber langsam doch ein bisschen zu voll. Ich will mal sagen, wir ziehen uns mal locker flockig zurück. Ja, schaff's dahin. Zum Glück kann ich nicht heilen.
Nur ein bisschen blöd, dass unsere beiden Heiler da unten sind. Nicht also. Die haben auch beide nichts zu heilen. Erstmal gehen wir ins Dorf. Die Norische Armee? Lasst mich in Ruhe. Ich habe nichts von Welt. Glaubt mir doch. Ah, genau. Ich sperre mich selbst ein. Oh, wie schrecklich. Ich hasse so etwas. Alright, come on. Naja, da kriegt Jacob ja eh nichts von ab. Was für schöne Pioretten. Alter, dass der trifft! Das ist unglaublich. Yet another victory. So. Du willst mal das Heilmittel. Dings ist noch eins, habe ich noch eins auf Tasche. Ja, gut. Dann stellen wir uns mal ein bisschen weiter vor und holen uns mal eins. Wir können nicht gleich mal den Drachen schon ausrüsten. Wir können ja eh nicht gegen den Magier da vorne kontern. Können wir auch gleich so, was machen wir hier jetzt wieder? Machen wir mal so. So, Odin, kannst du den besiegen? Ja, kannst du. Ja, ha! So weh, du bist jetzt geworden, hättet, Junge. Dann hasse ich dich. Für immer. Oh, wow. Gut, dass der zuerst angreift. Oh, noch daneben, wie schön. Kriegt Odin ja gleich noch ein Level-Up zusammen. Was für eine defensive Heilerin. Meine Dunkelheit ist viel dunklerer als deine. Oh, schönes Level-Up. Ich hätte mir zwar ein bisschen Geschwindigkeit gewünscht, aber hey, bei Verteidigung, beim Magier sage ich nie nein. So, Sila, es wird Zeit, dass du mal ein paar EP kriegst. Du kriegst sie leider nicht tot, also kriegst du keine EP, tut mir leid. I have faith in you. Just in time. So. That went well. So, dann hoppeln die auch mal ein bisschen näher ran. Kommen wir hier langsam zum Endkampf hier. Sind nur noch die drei da. So, den kann Odin vorschwächen. Wir haben nichts, um den irgendwie hoch zu boosten, dass er einen Kill kriegt, oder? Nö. Aber wenigstens macht er jetzt keinen Schaden. Da verliert er vor Schreck gleich seinen Hut. Und da rennt er auch weg. Komm zurück! Komm zurück, du Sau! Meine Kills! So. Oh, hat er den Hut schon wieder verloren? Manche Leute verlieren ihren Hut eben mehr als einmal. Hintereinander direkt. So. Okay, wie gehen wir jetzt hier gegen den Boss vor? Nicht so. Nicht so. Nicht so. Der haut uns ja was aus den Socken, der Junge. Gehen wir da erstmal ein bisschen näher ran. Und teilen uns bei Gelegenheit gleich mal. Okay, die drei bleiben da eh stehen. Wenn sie da meinen. Kann sich Odin dann noch ein paar EP snacken. Der kriegt ja so selten EP. Ich hätte ja gleich schon das nächste Level, aber unglaublich. Ach, die anderen bleiben da auch schon. Wie schön, dann können wir die einfach zerflippen. Das auch noch aus der Luft. Welch akrobatische Meisterleistung hier.
Geschwindigkeit und Verteidigung. Wie schön. Ganz ruhig, Rudi. Heilen. Naja, aber dann Verteidigung. Also dann könnt ihr zwei euch, denke ich mal, die beiden davor knöpfen. Das sollte für Arthur ja kein Problem sein mit seiner Axt. Kommt er auf ziemlich beachtliche Verteidigungswerte. Let's do this. Oh, wieder einfach aus. Tappt er durch. Gehen wir mal daneben. Zur Seite. Erinnert mich ein bisschen an Inigo. Du willst mich treffen? Bada, ich bin zur Seite gegangen. So. Glory unyielding. Jetzt bist du dran. Weil wir könnten Effis Angriffspotenzial eigentlich auch gegen den Boss da nutzen. So, Jack, wie sieht's bei dir aus? Wie süß, aber mit dir können wir den wenigstens die buffen. Wir sind ein stolzes Volk und wir werden uns nur nicht beugen. Ja. Au. Natürlich trifft er. Natürlich trifft er. Und noch nicht. Will der nicht kämpfen oder hat er schon gekämpft? So. Vor allem die Axt war ja schon voll in Arthur drin. Oder die Lanze. Die hat ihn schon voll erwischt und er so, ne? Ne? Das macht mir nichts. So. Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht. Oh, okay, von mir aus. So. Sehr schön. Ein neues Waffenlevel. Ich mach Odin Schaden gegen den. Oh, tatsächlich tut er sogar. Ich will die möglichst hohe Trefferquote. Silas, du hast dieses Kapitel noch gar nichts gemacht, ne? Kannst du den killen? Kill den mal bitte. Kannst dir gleich ein paar EP gönnen. Dankeschön. Bitteschön! Du hast mein Leben verschont? Warum? Sag schon! Wir sind sowas wie Veganer, wir töten keine Gegner. Und essen tun wir sie auch nicht. Der Kampf ist vorbei, zumindest vorerst. Dank eurer Tapferkeit errangen wir den Sieg, ohne jemanden töten zu müssen. Elise, bist du so lieb und pflegst die Verwundeten? Und zwar von beiden Seiten? You know it. Mach ich! Ich habe sie alle geheilt, bevor du Elise ist die Beste sagen kannst. You. Das mörrische Herr schlug sich in einem Kampf ohne Mord und Totschlag? Wie das? Was führst du im Schilde, Prinzessin von Noor? Yes. Ich führe nichts im Schilde, Kilmer. Ich halte nur nichts von Töten um des Tötens willen. Und ich vergelte Güte nicht mit Gewalt. Ich verdanke euch schließlich mein Leben. Obwohl wir euch zuerst angriffen, als ihr noch schwach wart, zeigt ihr Gnade. Well, ich würde mich freuen, wenn wir dies als Wendepunkt für uns alle sehen könnten. Für Beziehungen, die nicht auf Macht oder Kontrolle fußen, sondern auf Vertrauen. Gewiss, das braucht Zeit, aber im Herzen weiß ich, dass dies der einzige Weg ist. Als Vater befahl, den Aufstand niederzuschlagen, wollte ich es auf meine Art tun. Egal was kommt, ich möchte eine Welt schaffen, in der wir alle in Frieden leben. Kann es sein, dass du das wirklich mit Worten lösen wolltest, so wie Elise sagte? Ich würde ja sagen, das liegt im Blut, aber du bist ja nicht, sie ist ja nicht deine leibliche Schwester. Moment, dann bist du gar keine norische Prinzessin? Milady Sefi, ist das wahr? Das glaube ich nicht. Ja. Es ist wahr, Flora. Ich fand es während meines Aufenthalts in Hoshido heraus. Ich bin weder König Garons leibliche Tochter noch eine Prinzessin des Königreichs. Aber ich wünsche mir nichts mehr als ein Ende des Krieges. Für uns alle und für alle Reiche. Darum muss ich alles tun, dass Vater mich wieder als Tochter anerkennt. Ist das so? Das wusste ich nicht. Ich verpasste wohl viel, seit ich die nördliche Festung verließ. Vergebt mir, mein Lord Kilmer. Ich weiß, dass mein Anliegen etwas egoistisch ist. Dennoch muss ich euch fragen,
Werdet ihr und euer Clan den Aufstand beenden? Dafür gelobe ich, alles zu tun, um eurem Volk die Unabhängigkeit zurückzugeben. Ich ruhe erst, wenn der Eisclan wieder die Freiheit genießt, die nur ihm entriss. Aber damit das geschehen kann, muss ich um eure Mithilfe bitten. Du steckst voller Überraschung, junge Prinzessin. Ich hätte nie gedacht, dass ich das sagen würde, aber du kannst auf uns zählen. Kilmer, ich danke euch. Ich schwöre euch, das werdet ihr nicht bereuen. Ich sehe Güte in deinen Augen und ich spüre eine geheimnisvolle Ruhe in deinen Worten. Ich fürchte, ich kann nicht anders, als dich beim Wort zu nehmen, Sefi. Hätte König Garon diese Worte gesprochen, hätte es nichts geändert. Aber du, bei dir ist es etwas anderes. Ich weiß zwar nicht wieso, aber ich glaube dir. Vielleicht bist du doch die Heldin, die schließlich die Welt retten wird. Thank you. Beim letzten Teil bin ich mir nicht sicher, aber ich danke euch für euer Vertrauen. Milady Sefi, könnt ihr mir jemals vergeben? Ich weiß, dass ich meinen Eid brach und aus dem Schloss wegrannte, aber... No. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen, Flora. Du hast nichts falsch gemacht. Es war falsch von nur, dich so in die Enge zu treiben, erst recht als Kind. Ich werde vor Vater, wie immer, nur gut über dich sprechen. Yes. Eure Güte kennt keine Grenzen, Lady Sefi. Ich danke euch. Obwohl ich mich zuvor geweigert hatte, gelobe ich euch hier und jetzt meine Treue. Kein Grund zu übertreiben, Flora. Ohne dich und Felicia hätte ich mich in der nördlichen Festung zu Tode gelangweilt. Ihr habt mir eure Loyalität und eure Freundschaft mehr als bewiesen. No. Aber das war alles nur eine große... Ich meine, die ganze Zeit... Ach... Ich denke, das zählt nicht mehr. Von jetzt an schwöre ich, euch treu ergeben zu sein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstehe, aber ich danke dir dafür. Big Sister! Wir haben alle versorgt, Sefi. Noch leichter gesagt als getan. Thank you. Danke, Elise. Und danke, Jacob. Ihr beide habt heute Großes geleistet. Yes. Ja, das haben wir alle. Jetzt muss König Garon nur noch deinen Sieg anerkennen. Oh, den Teil habe ich gerade vergessen. Was werden wir tun? Du hättest den Aufstand allein niederschlagen müssen, aber wir haben alles ruiniert. Wir müssen uns eine gute Ausrede einfallen lassen, sonst wird Vater sehr wütend sein. Das hatte ich auch vergessen. Ich lasse mir auf dem Rückweg was einfallen. Brecht ihr schon auf? Kann ich dich nicht überreden, dich noch etwas auszuruhen? Ich fürchte, dass dafür keine Zeit bleibt, mein Lord Kilmer. Ich hoffe, dass die Welt ein besserer Ort ist, wenn wir uns erneut begegnen. Davon bin ich zutiefst überzeugt, Sefi. Mögen die Götter dich auf der gefährlichen Reise Richtung Frieden schützen. Thank you very much. Milady Sefi, bitte wartet. Wir Dorfbewohner möchten euch danken. Ihr habt alles daran gesetzt, um uns vor einem sinnlosen Kampf abzubringen. Obwohl unsere Soldaten euch angriffen, habt ihr uns beschützt und sogar geheilt. Nehmt dies als Zeichen unserer Anerkennung. Bitte, ich bestehe darauf. Nun, guck mal, wie großzügig. Mir nicht? Na gut, ist immerhin Barschaft. Zu Barschaft sage ich nie Danke, schon gar nicht in einem Feieremblem. Schon gar nicht, wenn die Ressourcen begrenzt sind. Also, was ist hier los? Das hat wohl jemand fallen gelassen. Ich werde es später melden. Okay, dann meldet das mal. Oh, ein Saft der Treue. Gehen wir mal Lille füttern. Die ist bestimmt am Verhungern. Hier hast du erstmal ein schönes Stück Fleisch. Es ist zwar roh, aber ich hoffe, ich schmeckt dir. Sieht gut aus. Ich glaube, das mag sie. Und Level 5. Bald glänzt die Glut. Ja, man ist ja auf Level hochgegangen. So, dann laden wir uns mal nochmal jemand nach Hause ein, damit die Leute auch alle glücklich sind. So, ach Effi, komm du mal rein. Du hast so gute Arbeit geleistet. Wir können gerne eine Tasse Kaffee trinken. Lust auf einen Übungskampf? Nicht in meiner Wurze. Ja, danke. Ich möchte meine Knochen noch behalten. Vor allen Dingen die an den Schultern. Die brauche ich, um meine Arme bewegen zu können. Was wäre ich für ein Schwertkämpfer, wenn ich keine Arme mehr hätte oder die nicht bewegen könnte? Das wäre ziemlich schlecht. Hallo Silas, hast du einen Moment? Hast du einen Moment? Fragezeichen. Hm? Oh, hallo Sefi, kann ich dir behilflich sein? Ja, irgendwie schon. Du sagtest, dass wir seit Kindheitstagen befreundet sind, aber...
Ich versuche herauszufinden, warum du dich daran erinnerst und ich mich nicht. Oh, darum geht es. Mach dir darüber keinen Kopf. Das ist so lange her. Jeder hätte das vergessen. Aber ist es nicht seltsam, so eine enge Freundschaft einfach zu vergessen? Du wurdest ein Ritter, nur damit sich unsere Wege wieder kreuzen. Ich hingegen kann mich nicht mal mehr an dich erinnern. Wirklich? Ich wünschte mir, du würdest dir darüber keine Sorgen mehr machen. Du erinnerst dich jetzt an mich und das ist die Hauptsache. Die Mühe hat sich gelohnt. Ich bin ein Ritter und wir sind uns wieder begegnet. Ich bin dankbar dafür, dass wir jetzt alles Versäumte nachholen können. Dankbar? Die Sichtweise gefällt mir. Danke, Silas. Das ist der Enthusiasmus, an den ich mich erinnere. Ich weiß was. Warum unternehmen wir nicht gemeinsam einen kleinen Ausflug? Das hört sich gut an, aber wo sollen wir hin? An einen Ort, den du schon immer einmal sehen wolltest. Als wir noch jung waren, hattest du eine lange Wunschliste mit solchen Orten. Damals konntest du nicht reisen, doch jetzt hält uns nichts mehr auf. Eine gute Idee. Aufgrund der Umstände sollten wir aber nicht zu weit weggehen. Da hast du wohl recht. Keine Sorge, das bekommen wir schon irgendwie hin. Was hast du denn geplant? Entschuldige, wenn sich meine Pläne größer anhören, als sie eigentlich sind. Wenn wir nicht in die Ferne können, dann bleiben wir eben in der Nähe. Du kannst dich vielleicht nicht an alle Orte auf der Liste erinnern. Aber ich schon. Toll! Danke, Silas! Dafür sind Freunde doch da. Und jetzt lass uns packen gehen. Wird gemacht! Silas ist ein echt guter Freund. Wie konnte ich ihn nur vergessen? Er sagte, ich solle mir keine Sorgen machen, aber es muss doch einen Grund geben. Naja, schlechtes Gehirn, würde ich mal sagen. Odin! Hallo, Milady Elise. Du hast nicht etwa geschlafen, oder? Wie niedlich. Ich und schlafen. Nein, ich habe einen neuen Zauber getestet. Was denn für ein? Etwa ein Schnarchzauber? Einen Lautschnarchzauber? Sehr witzig. Es handelt sich um einen mir von den Dämonen der Nacht anvertrauten. Er ermöglicht mir, in die Unterwelt zu reisen und mein Kreuzzug wieder das Böse. Gott. In die Unter was reisen? Wo soll das denn sein? Dort, wo sich der zerbrechliche Irrgarten des menschlichen Geistes befindet. Wo das Wissen um die Macht des Todes verborgen liegt. Die ewige Dunkelheit, die... Du hast einen zerbrechlichen Irrgarten im Kopf? Ja! Er verbirgt sich hinter einem wunderschönen Schleier der Finsternis bis... Moment! Du hast einen Schleier der Finsternis gelüftet? Was soll das denn bedeuten? Also gut. Ja, ich habe geschlafen. Jetzt zufrieden. Meine Güte, ich komme gar nicht mehr in die Stimmlage für Elise. Dabei ist das gar nicht so schwer. Ich habe über unser Gespräch neulich nachgedacht, Arthur. Dabei ist nur eins klar geworden. Du denkst, du bist nicht gut genug, Du denkst, dass du nicht genug für Elise tust, weil du dich so sehr für alle anderen einsetzt. Du bist viel großherziger und edler als ich. Ho, großherzig? Ja, ich bin wohl im vernünftigen Maße edelmütig, aber doch nicht mehr als du. Nimmst du mich auf den Arm? Bei dir kommen immer zuerst die anderen, dann du. Immer wenn jemand in Schwierigkeiten ist, rennst du ohne zu überlegen los und hilfst. Und ich? Ich würde einem Bettler das letzte Hemd klauen, wenn Elise frieren würde. Hoho, zum Glück habe ich ein Ersatzhemd immer bei mir. Für den Bettler wäre gesorgt. Aber, Schatz beiseite, mir ist bewusst, worauf du hinaus willst. Vielleicht verbringe ich zu viel Zeit damit, alten Damen über die Straße zu helfen. Mit den Grimassen schneiden, um Babys zum Lachen zu bringen, sollte ich auch. Ach Arthur, bloß nicht. Bleib so, wie du bist. So war's doch nicht gemeint. Die Welt braucht Helden wie dich. Helden, die stets für die gute Sache streiten, egal wie übermächtig das Böse ist. Die sich immer für die Rechte der Schwächen, der Schwachen einsetzen, ohne Wenn und Aber. Nun, Dankeschön, Effi. Unser Gespräch hat mir wahrlich die Augen geöffnet. Entschuldige mich. Ich muss mich dieser kleinen Identitätskrise wie ein Held stellen. Mit einer extra Portion Nachtisch mitsamt Kuscheldecke. Wäre doch gelacht. Hohoho. Klingt wie ein Weihnachtsmann. So, hätten wir jetzt alles. Danke, dann speichere ich mal. Ich möchte speichern.
Ist das hier der Notspielstand? Nicht, dass ich aus den anderen überschreibe. Das wäre ziemlich peinlich für mich und anstrengend. So, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Würde mich sehr freuen. Also bis zum nächsten Mal. Und bis dann sage ich tschüss.